Hallo meine Lieben. So, heute ist wieder ein Paket angekommen von Karat Art. Tada, da ist es. Das ist, glaube ich, ein bisschen größer als das letzte, weil der Karton nämlich größer ist. Ja, wieder Verpackung, richtig gut. Was ich hier auch gut finde, muss ich nochmal sagen. Nochmal halt die Anleitung. Das kann man sich auch ausschneiden, wenn man irgendwie nicht mal weiter weiß. Aber ich glaube, Diamond Painting ist tatsächlich selbsterklärend. Ja, machen wir mal auf. Das gute Stück. Ich habe nämlich als Stuhl kein Stuhl, sondern ich habe so einen Yoga-Ball, wo ich dann drauf sitze und painte. Weil es halt einfach so ein bisschen noch Gymnastik ist während des Paintens. Weil ich sitze den ganzen Tag nämlich auf dem Stuhl und dann möchte ich abends halt nicht noch immer auf dem Stuhl sitzen. So, hier habe ich schon mal die Steine rausgesucht. Wie man sieht, das ist absolut herbstlich. Ja. Komm, fliege weg. Absolut herbstfarben, gelb, orange, braun. Und ich glaube, das Bild werde ich mir fürs nächste Drills and Shills aufheben. Wenn die da wieder das Thema Herbst irgendwie haben. Das weiß ich nicht. Ich habe ja das dieses Jahr das erste Mal mitgemacht. Und ich hoffe, man kann dann nächstes Jahr auch wieder ein herbstliches Bild machen und dass es kein Halloween-Bild sein muss. Mal gucken. Sonst paint ich das einfach zwischendurch und ich für den Herbst dann nächstes Jahr und freue mich auf jeden Fall schon. So, hier haben wir wieder die Legende. So sieht das Motiv aus, was ich bestellt habe. Das ist das Mädchen mit dem Hirsch. Ich fand das nämlich halt einfach super schön. Für dieses Jahr habe ich ja schon den Birchi für Herbst. Und daher wird das dann für nächstes Jahr sein. Aber ist ja kein Problem. Ich meine, wir haben ja sowieso alle immer das Problem, dass wir zu wenig Bilder haben. Und dann dachte ich mir, bestelle ich jetzt schon mal für nächstes Jahr Herbst, damit ich da schon mal auf jeden Fall ein Bild sicher habe, was mir auch richtig gut gefällt. Das Bild wird auch ins Schlafzimmer kommen, weil ich finde, das hat so eine kleine kuschelige Atmosphäre und auch herbstlich. Das passt super gut zum Birchi. Richtig gut. So, das Bild heißt Magische Begegnung und so, jetzt musste ich das Video kurz unterbrechen. Meine Mama kam kurz vorbei. ja, also, das Bild ist heißt Magische Begegnung und ist 60x60 groß. Und da bin ich sehr gespannt, ob das auch in 60x60 richtig gut rüberkommt. Weil man bei Karat Art leider nicht die Möglichkeit hat, irgendwie eine Vorschau zu bekommen oder zu sehen, wie das fertig aussieht, also in den jeweiligen Größen. Was ich noch sehr schade finde, weil ich finde, immer eine Vorschau ist ein wichtiger Indiz, ob man das Bild jetzt kaufen möchte oder nicht, damit man halt auch sieht, ob das Bild in der Größe überhaupt rüberkommt, weil sowas kann immer sehr vor Fehlkäufen, sag ich mal, schützen und man ist selbst dann einfach nicht enttäuscht irgendwie. Aber man kann halt auch immer bei Instagram gucken, ob jetzt jemand das schon gepaintet hat oder ob das jemand schon gezeigt hat in der jeweiligen Größe oder man kann dann halt, wie gesagt, abschätzen, von wegen, wenn jetzt jemand das hier in 50x50 gezeigt hat, dann holt man das eine große Nummer größer und dann kann man sich abschätzen, ob einem das denn gefällt oder nicht.
Hier wieder, das ist wieder sehr schön für den Sticker Maker. Kann man wieder sehr gut durchjagen und sich dann die Dosen beschriften. Gucken wir uns doch mal jetzt das Bild an, ob es in 60x60 auch gut ausschaut. So, packen wir mal die Steine dahin. Oh ja, ja, packen wir hin und wir fallen runter. Okay, mein Tisch ist einfach viel zu klein. Aber ich finde, es sieht einfach richtig süß aus. Das gefällt mir richtig gut. Man sieht auch richtig schön die Konturen und so, das vom Hirsch, die Beine. Und jetzt fällt mir hier alles runter, sag mal. Das Bild hat 53 Farben, was ich für 60x60 richtig gut finde. Ist wieder Flüssigkleber. Jetzt muss ich nochmal die Steine aufheben. So. Jetzt bin ich gespannt. Wir hatten bei den letzten 2-Karat-Bildern hatten wir ja Mischsteine. Ob wir jetzt hier wieder Mischsteine haben. So, und hier sehe ich auch wieder Acrylsteine. Das ist die 312. Ja, also es sind wieder Acrylsteine und ich denke mal dann auch wieder Harzsteine dazwischen. Da sehe ich jetzt kein Popel drin. Also ist das hier Harz, die 939, was ich gut finde, dass die Farbe auf jeden Fall in Harz ist. Ich sehe wirklich keinen. Ja, das sieht wirklich nach Harz aus. Also es sind wieder Mischsteine. Ich habe mit der Firma halt Karat Art geschrieben und sie sagt mir, dass sie eigentlich Harzsteine gekauft haben. Also kann man dann vielleicht, wenn man wirklich nur Harzsteine haben möchte, vielleicht einfach mal Karat Art anschreiben. Aber ich finde, die Steine sehen jetzt wirklich nicht schlecht aus. Ja? Also ihr seht, hat keine Nasen, hat keine Popel. Also man kann da auch wirklich zuschlagen, finde ich, bei den Bildern. Weil ich finde, das macht die Qualität nicht schlechter. Falls man aber sagt, man möchte wirklich nur Harzsteine kaufen, vielleicht einfach die Firma anschreiben und fragen, wann es die Bilder auch nur mit Harzsteinen gibt. So, gucken wir uns doch mal das Toolkit an. Also wir haben hier wieder ein Schiffchen, ein Aufsatz, großer Aufsatz. Ein Wachsdöschen, eine schwarze Metallpinzette und blauer Stift und wieder diese Quetschi. Ich habe immer sehr Probleme, die rauf zu bekommen und deswegen mache ich das nicht. einer mit. Ich bin einfach wirklich super begeistert. Auch dieses Motiv, ich finde, das hat so, das strahlt einfach wirklich so viel. Seht ihr das überhaupt? Ich hoffe. Also es strahlt so viel Wärme und Liebe irgendwie aus. Ich habe das gesehen und ich musste das einfach noch haben. Ich hatte ja schon 2 Bilder von Karat Art, aber das musste ich auch noch unbedingt haben, weil ich das einfach so niedlich finde. Ich finde das einfach auch, die Zeichnung ist total so, den Stil, den ich halt auch total mag. Und das, ich finde, das passt auch perfekt in das neue Schlafzimmer von uns. Es ist kuschelig, schmusig. Und ich freue mich da schon richtig drauf, das zu painten.
Ich würde sagen, ich mache noch eine kleine Paintprobe im Anschluss, aber halt ohne Film diesmal, weil ich nebenbei noch eine Serie dann anmache und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, jetzt ist mein kleines Paint-Stückchen fertig. Also es hat sich super gut legen lassen. Ich hatte nur diesmal ein paar von den roten Steinen von der 817, die immer ein bisschen unterschiedlich hoch waren. Aber es hat jetzt nicht irgendwie so gestört beim Painten. Also ihr seht, das ist halt wirklich kräftig. Wenn man jetzt mal den Unterschied zwischen Leinwand und Stein sieht, finde ich, das kommt am Ende richtig gut rüber. Es hat sich wunderbar legen lassen mit diesem ganz normalen Standard-Toolkit. Alles wunderbar. Also wenn ihr das erste Mal Diamond Painting macht, damit kann man super gut legen. Das ist absolut kein Problem. Die Farben habe ich jetzt benutzt für die Paintprobe. Ich finde die Farben einfach schon richtig schön. Also ich werde sehr viel Freude bei dem Bild haben, wenn ich das denn lege. Ich weiß nur noch nicht wann, weil ich ja auch so viele Bilder habe. Aber das wird auf jeden Fall nächstes Jahr Herbst gemacht werden und dann werde ich da auch dann fleißig Bilder zeigen auf meinem Instagram-Account. Also da könnt ihr dann auch gerne mir folgen, würde ich mich sehr freuen. Und ich werde jetzt mir dieses Bild wieder in meinen Koffer vorbereiten mit einer schönen Serie. Aktuell habe ich keine Serie. Das macht mich ganz traurig. Da muss ich mir noch was raussuchen. Aber ja, das wird schon. Bevor ich jetzt noch tausendmal sage, werde ich dann auch sagen, bis zum nächsten Mal. Und meine Güte. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.